Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir den zweiten Weihnachtstag. Wenn ihr das Video seht, ist es schon etwas später. Und also die Bäuche sind, glaube ich, bei uns allen so ziemlich gefüllt von dem ganzen tollen Weihnachtsessen, was wir so hatten. Und jetzt können wir entspannt zum Jahresende gehen. Und ich habe mit der lieben Sandra von Sandras Beauty Talk mir nochmal überlegt, was könnten wir Schönes noch einmal gemeinsam machen an einem Video. Und da haben wir uns überlegt, ein Silvesterlook wäre doch jetzt als nächstes ganz passend. Und ich habe auch so ein bisschen geschaut und ich finde, es gibt für Silvesterlooks oder Make-ups immer so ganz, ganz viel schon auf YouTube. Und dann bin ich auf ein Video gestoßen, da wurde dann halt so ja quasi ein Make-up gezeigt für Silvester at Home. Und ich habe mir gedacht, ich mache das mal. Weil dieses Jahr ist es ja nicht ganz so extrem, was das Feiern angeht oder so, ne? Das wird ja sehr begrenzt ausfallen und sehr dezent. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein Silvester-at-Home-Make-up. Ich bin gespannt, was die liebe Sandra macht für euch. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht wäre schön, wenn da ein entgegengesetztes Video kommt. Also bei mir eher ein dezenter Look und bei ihr dann vielleicht ein feierlicherer Look. Das wäre ja schön, dann würde das so gut zusammenpassen. Aber ich weiß natürlich nicht, was sie macht. Da lassen wir uns überraschen. Und heute geht es hier bei mir jedenfalls um einen At-Home-Look. Weil ich denke mal, viele kommen nicht raus, bleiben zu Hause. Aber man möchte denn doch so ein kleines bisschen vielleicht was machen. Ja, und lange Einleitung, glaube ich, jetzt mal. Und ich würde sagen, damit es jetzt mal weitergeht, würde ich auch direkt anfangen mit dem Video. Wenn du neu bist auf meinem Kanal und also das erste Mal eingeschaltet hast, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du bleibst und mir ein Abo dalässt. Das Ganze ist für dich kostenlos. Und ja, dann heiße ich dich herzlich willkommen und wir starten jetzt einmal mit dem Make-up. Viel Spaß dabei! Meine Augenbrauen, die habe ich schon off-camera fertig gemacht, weil das dauert immer einfach ein bisschen länger bei mir und wir wollen ja, dass es ein easy, relativ schnelles Make-up wird. Das heißt, wir tragen uns ein Primer auf. Also ich trage mir ein Primer auf. Ob ihr das macht, das bleibt natürlich euch überlassen. Und ich nehme da von Essence den Hello Good Stuff Primer. Der ist hydratisierend und verleiht ein Glow im Gesicht. Und da gebe ich mir 3 Tropfen einmal in meine Hand auf. Und den verteile ich mir dann einmal in meinem kompletten Gesicht. Das Schöne an dem Primer ist, dass der so schön schnell einzieht und der hinterlässt so einen richtig schönen frische Kick auf der Haut. Also den finde ich mega, mega toll. Den nutze ich so gerne. Ich habe mir auf meine Lippen schon ein Lippenöl gegeben. Ganz witzig, das kann ich euch mal zeigen. Und zwar habe ich ja von NYX den Adventskalender und den hatte ich dann vorgestern, am 24. habe ich den aufgemacht und guckt mal bitte, was da drin war. Ich war echt geschockt, als ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, oh mein Gott, was Blaues. Wer trägt sich denn bitte hier sowas Blaues auf die Lippen? Und dann habe ich geschaut, ist ein Lippenöl. Ich habe gedacht, ja gut, Lippenöl, das wird ja wohl hoffentlich nicht blau sein. Und also so ein kleiner blauer Schimmer ist da mit dran. Aber wenn ihr das auftragt auf die Lippen, ist es kein bisschen blau. Also ich finde dieses Produkt echt toll. Den benutze ich im Moment jeden Tag, also jetzt seit vorgestern, aber mehrmals am Tag. Ich finde das super. Ich liebe Lippenöle. Ich habe ja eins von Clarins und das feiere ich auch total. Gut, das war jetzt so nebenbei. Das hatte ich mir schon aufgetragen, jedenfalls, damit die Lippen schon mal gepflegt werden. Als nächstes trage ich mir einen Concealer auf. Da habe ich hier von Manhattan den 3-in-1
Easy Match Concealer in der Farbe 35 Soft Porzellan oder Soft Porcelain, wie auch immer. Der hat hier vorne so ein Pinselchen dran. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit beim Auftrag, aber ja, den trage ich mir jedenfalls einmal auf. Ich brauche mal eben so ein kleines Spiegelchen. Der ist nicht so stark deckend. Das ist da ganz angenehm. Und den gebt ihr euch einfach da auf, wo ihr so ein bisschen was haben möchtet. Vielleicht was abgedeckt haben möchtet oder so. Und dann seht ihr am Ende vielleicht so aus. Und das arbeite ich mir dann einfach mit einem kleinen Pinselchen einmal ein. So, wenn ihr das alles gut verteilt habt, eingearbeitet habt, dann pudere ich mir das einfach noch ein bisschen ab. Also ich fixiere den Concealer. Dafür nehme ich von L'Oreal das Perfect Match Powder in der Farbe Beige, Golden Beige, D3. Dafür nehme ich mir einen großen, fluffigen Pinsel. Und da verteile ich mir das einfach so grob im Gesicht, einfach nur so, um ein bisschen das Gesicht oder den Concealer zu fixieren. Und auch natürlich da, wo ich eher nachöle oder nachglänze, schnell das so ein bisschen abmattieren. Als nächstes kommt der Bronzer. Da habe ich hier auch von L'Oreal den Back to Bronze Bronzer und den gebe ich mir auch einmal auf. Okay, wenn ihr den Bronzer aufgetragen habt, dann könnt ihr ja für euch entscheiden, ob ihr noch einen Blush möchtet. Ich trage sehr gerne Blush auf, weil das gibt einfach so ein bisschen Frische auf die Wangen. Und ich habe bei einem Produkttest gewonnen von Home Tester Club. Das erste Mal und ich habe mich riesig gefreut. Und zwar darf ich von Manhattan den neuen Maxi Blush testen in der Farbe 300 Sweet Cheeks. Das ist so ein richtig schöner Aprikoton. Der ist halt so richtig, richtig schön frisch auf den Wangen und ich habe den jetzt gestern und vorgestern und heute auch schon, heute Morgen ein bisschen solo aufgetragen und der ist ein richtig, richtig schöner Farbton. Der ist nicht so extrem und der lässt sich gut verblenden und aufbauen und ja, den gebe ich mir einmal auf meine Apfelbäckchen. Gut. Okay, also das ist ein ganz toller Blush, der gefällt mir mega. Finde ich super. Dann kommen als nächstes die Augen. Ich trage mir zuerst einmal einen schwarzen Kajal auf. Da nehme ich wie immer zurzeit von Maybelline den Expression Kajal, ganz normal in schwarz, um mir einmal meinen oberen Wimpernkranz zu verdichten. Okay, danach habe ich als Lidschatten mache ich mir jetzt auch nicht so was Starkes aufs Auge, sondern ich habe hier ein von den Color Tattoos in der Farbe On and On Bronze. Das ist so ein richtig schöner Bronze-Kupferton. Der hat so einen schönen metallischen Schimmer mit dabei. Und den gebe ich mir einmal aufs komplette Lid auf und blende mir den auch mit dem Finger so ein bisschen nach oben hin weg.
Okay, diesen Lidschatten finde ich auch mega. Der hält nämlich wirklich so gut auf dem Lid. Da müsst ihr auch nichts mehr fixieren oder so. Also der hält. Dann haben wir noch die Mascara. Da nehme ich von Essence die Lash Princess Mascara. Die trage ich auch sehr gerne, weil die macht halt auch so ein richtig schöne, lange, dichte Wimpern. Okay, also wie gesagt, meine Augenbrauen, die hatte ich ja schon fertig. Da habe ich von Catrice den Eyebrow Stylist genommen in der Farbe Date with Ashton. Den mag ich im Moment ganz gerne vom Farbton her, weil ich schon wieder so einen dollen Ansatz habe und da muss das einfach einen kleinen Ticken dunkler sein. Sonst habe ich ja immer von L'Oreal meinen Augenbrauenstift. Und der ist jetzt einfach so ein bisschen zu sehr blond und das passt einfach nicht zum Ansatz. Das ist zu hell. Und darüber habe ich mir hier noch mein Augenbrauenpuder gegeben von Essence. Das ist ja auch also momentan meine liebste Kombi. Ein bisschen den Augenbrauenstift zur Definition der Wimpern und das Puder einfach zum Auffüllen. Das trage ich zurzeit total gerne. Dann fehlen nur noch zum Schluss die Lippen und ja, da könnt ihr halt ein bisschen noch was Farbiges auftragen, ein Gloss, ein Lippenöl, ihr lasst sie solo. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen von dem Öl drauf und ich gebe mir darüber jetzt hier von Catrice aus der Plumping Gel Lipstick Reihe ist das hier einer. Und zwar ist das so ein, ja, so ein rosaner. Das ist die 040, eine Farb, doch da, Confidence Code heißt die Farbe. Und den gebe ich mir ganz einfach auf. Das Schöne halt bei so einem leichten Nude-Lippenstift, der ist halt schön glossy. Der pflegt die Lippen zusätzlich und ja, ist total weich und easy im Auftrag und den könnt ihr euch ganz einfach nochmal nachziehen. Ne? Also der hält jetzt nicht elendig lange beim Essen oder Trinken, trägt er sich ab, aber der hinterlässt halt so einen schönen Gloss auf den Lippen und lässt sie schön voll wirken. Ja, das ist er, mein fertiger Silvester-at-Home-Look. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und der Look gefällt euch. Vielleicht ist da ein bisschen Inspo für euch dabei. Und ja, ich bin wirklich gespannt, liebe Sandra, was du für uns hast. Ich freue mich auf dein Video und ich wünsche euch allen einen ganz, ganz tollen Silvesterabend, so gut es eben geht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass 2021 einfach besser wird. Und ja, wie gesagt, bleibt alle gesund, lasst es euch gut gehen, habt einen schönen Abend und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.